So, letzter Part, offizieller Part. Jetzt kommt auf jeden Fall ein Teil, der sich gewaschen hat. Wo hast du denn den Superschlitten her? Den habe ich mit dem Geld von der Sozialversicherung gekauft. Danke, Onkel Zacker. Nehme ich mit. Ich muss Springfield retten. Du wirst mich doch hoffentlich nicht für das Allgemeinwohl opfern, oder? Nur die Ruhe, Dad. Das werden wir schon sehen. Oh. Das sieht schlecht für dich aus. So, vorab, dieser Part sollte nur ab 18 geguckt werden, weil ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel fluchen werde. Das wird super. Jetzt hier alles nochmal eine Runde oder ein Zacken asozialer als gerade eben. Werdet ihr gleich sehen, warum. So, die Karre fährt sich, geht so. Jetzt müssen wir hier erstmal ein Rennen machen. Das ist nicht mein Hauptproblem, aber das ist schon mal der erste nervige Teil. Sei vorsichtig! Aha. Ich fahre wie ein Henker! Ja, tust du auch. Jetzt müssen wir erstmal vor ihm da sein. Das sollten wir aber mit den Abkürzungen alles relativ gut hinkriegen. Die Karre fährt sich übrigens doch ziemlich beschissen. Ich nehme alles gemacht? Zurück. So, aber, wie gesagt, das ist nicht mein Problem. Boah, ist das Handling scheiße. Oh, ist das Handling scheiße. So, ich werde hier den ein oder anderen Hit and Run kriegen. Das habe ich aber schon erwartet. Bitte sag niemandem, dass ich das war. Super, ich bleib hier erstmal hängen, natürlich. Jo, es wird Spaß machen. Simpsons ist ja dafür bekannt, dass es so viel Spaß macht. Spaß, 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 Spaß. Nein, es macht keinen Spaß. Versuchen wir es mal. So, dann fangen wir hier lang, ist ja egal. Das hättest du nicht gedacht, dass der alte Mann das noch in sich hat. Nee, habe ich auch Mach nicht. Mach du das erstmal besser. So. Friss mein einen Gott. Staubfresser. Los, 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 los. So, den Teil haben wir Sobald schon mal... Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gut gestern. Gut gemacht. Es stehen mir überall Karren im Weg. Das ist doch kacke. Wo ist denn der Gegner geblieben? Ich habe keine Ahnung. Jede Sekunde kann meine letzte sein. Scheiße, da kommt er schon ich nach. Ich habe meinen Gehirnschmalz verschüttet. Was soll denn in dem Auto so gut sein, Homer? Was zum Alter. Und was ist mit den Äpfeln? So, und rüber da. Treffen. Ich hab die Kontrolle verloren. Ja. Sehr schön. Okay, das Rennen sollten wir vielleicht geschafft haben. Wie gesagt, das ist auch nicht mein Hauptproblem. Was hast du nun davon, du dummer Kaiser? Du dummer Kaiser. Homer verliert nicht gern. Homer wütend. Mein Gott, ist das Ding scheiße. Komm wieder zurück. Ich bin so einsam. Warum rammt mich denn jetzt hier alles und jeder? Pass auf, wo du fährst, Idiot! Schaffe ich das, glaube ich, doch nicht, oder was? So, ich glaube, der war ganz knapp hinter uns. So, komm, das. Verflucht doch mal! Haben wir. Oh, ich geschafft, hab okay. Verschluckt. So, jetzt werde ich warten, bis der Hit and Run hier fast weg ist. Ich hoffe, damit tue ich mir jetzt einen Gefallen. Ich glaube, die Minute ist sehr großzügig geschätzt. Jetzt kommt unser Auftritt! Oder wir gucken mal. Wir versuchen es einfach mal. Eine ich bin Minute. Ein super okay. durchtrainierter Tempolöbel. Wir müssen jetzt in der Minute noch nicht direkt da sein. Das werdet ihr gleich sehen. Der Wagen hält ganz schön was aus. Ich werde dir den zweiten Ausgang für Maiskörner reißen. So, gucken wir mal eben, ob wir damit einen Gefallen tun, wenn wir so machen. Kribbeln in den Füßen. So. Zu meiner Zeit nannte man Sandwiches flache Freddys und die kosteten 4 Spielkarten pro Piss. 4 Spielkarten, aha. Ich warte jetzt bewusst, dann... Ja, jetzt können wir, glaube ich, so eine Minute wieder. So, okay, versuchen wir es nochmal. Weil es so schön war. So geht meine Hüfte dahin. Lebend kriegt die mich nicht. Du brauchst das keine Hüfte mehr, Grandpa. Niemals. Du brauchst keine mehr. Warum sind denn hier auf einmal so viele durch Autos? Durch den Adrenalinstoß fühle ich mich wieder ganz lebendig. So, geh weg Was da. Was ist denn? Also, meine Geschichte beginnt im Jahre 1902, Dings. Wir mussten das Wort zwei Dings benutzen, weil der Kaiser uns das Wort 20 geklaut hatte. Kann man denn Wort klauen? Das verstehe ich auch nicht so ganz. So, okay, gut. Das läuft schon mal ganz in Ordnung bis jetzt. So, ein Hit and Run. Nein! Ja, du kannst auch nur heulen, ey. Und okay, wieder zurück, weil es so schön war. Verpiss dich doch, ey. Was zum Teufel? Ja. Was zum Teufel, ey.
So, okay, fahren wir nochmal hin. Ich habe schon mit gerechnet, dass es ungefähr diese so laufen wird. Verdammten Teenager! Beweg dich oder es kracht! So, rüber, 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 rüber. Durch, durch, durch. Das Fass kriegen wir in der Zeit noch, wenn jetzt nicht wieder allzu viel schief geht. So, kaputt machen. Ui! Ich hab die Kontrolle verloren! Immerhin hält die Karre ziemlich viel aus. Das wundert mich, dass ich noch nicht qualme. So, okay. Das ist blanke Hexerei! Ist das witzig. So, los geht's. Ach, das beule ich schon wieder mit einer schönen gelben Zwiebel aus. So. Ist da noch gar nichts wieder da. So, komm. So, und nochmal ein Versuch. Jetzt fahren wir mal hier rum. Vielleicht haben wir hier bessere Chancen, wenn wir ein bisschen außen rumfahren. Ich will immer die kürzesten Wege nehmen, aber irgendwie klappt das nie. Jetzt kommt unser Auftritt. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, das war schon wieder. So, Explosion. So, oh, sind wir nicht mehr dafür? Diese Verfluchten, das ist das letzte Mal, dass ich für die Zulassung eines neuen Staats gestimmt habe. So, da verpisst euch doch. Sehr schön, geschafft, wie auch immer. So, okay. So, weiter weg, weit. So, jetzt kommt hier nämlich der nächste Assi-Teil. Das ist... Mann! Was hast du nun davon, du dummer Kaiser? Genau so habe ich mir den Part wieder vorgestellt. Ich beziehe mich an einen netteren Ort. Meine ja, ist wieder kurz vorm Hit and Run. Mich reichen. Wimper, halt doch einfach deine Fresse, wie wär's? So, okay, okay, okay. Oh, geh doch weg. Ich will das jetzt nicht nochmal dieses dumme Rennen machen. Zu meiner Zeit mach doch hin. Sandwiches, flache Freddys und die kosteten 4 Spielkarten pro Mann. Es ist deprimierend, ganz ehrlich, es ist wirklich deprimierend. Exzellente. Du bist nicht Exzellente, du bist Exzellente Fett vielleicht. Wenden rastet wieder aus, ihr kennt es. So, 14 Sekunden, da muss ich mich jetzt beeilen. Ja, hast du. Das hat weh getan. So, okay. Schnell, 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 schnell. So, komm, nächste Runde. Weil es so schön war. Bin ich einfach gegen diese Scheißkarre gefahren. Ich kotze. Beweg dich, noch bin ich nicht tot. Das so, sieht schwieriger weiter, aus, als es ist. Verpisst euch doch alle. Fährst, Idiot. Ach, der Hit and Run ist nicht mehr weit. Schlimm ist, wenn ich einen Hit and Run habe, kann ich es eh wieder vergessen, weil dann ist mein Fass hier bestimmt sofort weg, wenn die mich einmal rammen. So, okay. Geht alle weg. Springt mir jetzt keiner in die Karre, bitte. Danke. So, ich schaffe auf jeden Fall ein bisschen runter zu scrollen. Ach, zu kommen. So. Nicht so schnell. So. Verpiss dich, du dumme Hexe. Juhu! So, wenigstens habe ich euch vorgewarnt, dass ich fluchen werde. Verflucht ich weiß gar nicht, wogegen ich gefahren bin. Pass auf, wo du ja. Idiot! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht. Du meinst, ich brauche noch mehr? Kann mir mal jemand erklären, was gerade passiert ist? Nein, kann dir keiner erklären. Das ist auch unmöglich, das hier zu erklären. So, rüber da. So, ich hoffe, ich habe mein Fass noch hier. Ah, habe ich noch? Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen Hit und Run kriegen. Und müssen schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Da scheiß Mülltonne. Das könnte klappen. So, die wollen mich jetzt nicht erwischen. Schau jetzt. Mein Metallschädel. Ja. Nein! Tritt darf! Nein, ich nein, spüre, nein, 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 komm! Ja! Bitte, bitte! 5, 4, 3, 2, ja! Letzte Sekunde! Die Demokraten schuld! Das hat so weh getan! Oh. Ich rieche Toast! Fresst euch zu Tode an diesem Atommüll, ihr schleimigen, schlapprigen Weltraumknubbel! Die haben Angst vor ein bisschen harmlosen Atommüll. Lächerlicher Atommüll! Au! Oh, schneid dir mal die Fingernägel! Diese Wahrsagerin hatte doch recht. Ich sterbe bei einem Raumschiffunfall.
Ist das wirklich passiert? Es kam mir vor wie ein Albtraum, nachdem ich zu viele rohe Hotdogs gegessen habe. Nein, Homie, du bist der Held dieser Stadt. Herrlich. Und die Ninja-Babysitter, waren die auch echt oder nur im Traum? Hotdog-Traum. Homer, deine Fans warten draußen auf dich. Fans? Ach, diese Fans. Zumindest war unsere Show ein Erfolg. Warum sind wir in diesen Erdenhimmel gekommen als... Wenigstens brauchen wir uns jetzt nicht den dämlichen Videospiel-Nachspann anzusehen. Na, denn? Dann. Der Kerl verdient eine rektale Untersuchung. Wer sind diese Leute? Ich habe sie bei der Produktion nie gesehen. Die richten die Folter- und Strafkammern ein. Die anderen Drohnen verkriechen sich schon allein bei deren Annäherung. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Associate Producer und einem Producer? Wenn du mich fragst, haben diese Menschen viel zu viel Zeit damit vergeudet, lange Proteinstränge miteinander auszutauschen. Und was ist mit dieser Brut von Primaten? Die geben die Millionen grüner Scheine aus, die nötig sind, um diese Unterhaltungssoftware zu bekommen. Und was machen die Erdlinge mit diesen grünen Scheinen? Die sind daran gewöhnt, die Rationierung solcher Grundgüter wie Nahrungsmittel und Toilettensitze zu kontrollieren. Und wenn ich nochmal von diesem Typen genervt werde, dann platz ich! So, dann versuchen wir es jetzt mal. Ich habe mal den Ton rausgeschnitten, damit ihr das nicht hört, wie ich versucht habe, dazwischen zu reden. Also, das Spiel ist für mich sehr durchwachsen. Humor gut, Synchro gut, Musik okay, Gameplay eine vollkommene Katastrophe. Also, das war für mich jetzt auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe, weil mich das einfach nur mega aggressiv macht. Ich hoffe natürlich, dass euch das gefallen hat und dass ihr euch auch auf das nächste Projekt freut. Was da genau kommt, weiß ich noch nicht, aber lasst euch einfach mal überraschen. Ich werde den Bonusinhalt jetzt einfach mal hier noch reinhauen, hier hinter, weil ich denke, passt hier eigentlich noch ganz gut rein und ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß mit dem Spiel gehabt. Ihr habt euch gefreut, wie ich mich aufgeregt habe. Ich habe dieses Projekt jetzt komplett im Vorbetrieb aufgenommen, sag ich mal so ganz nett, weil ich dann auf jeden Fall immer Parts zeitweilig vernünftig gut abliefern kann. Das ist halt immer so der Grund, warum ich das mache. Also darum kann ich immer schlecht auf eure Kommentare interagieren in den kommenden Parts, aber ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Darum decke ich auch bewusst die Retro-Decke Decke ab. Genau, der die Retro-Decke. Ist das Alpha-Männchen. Sein süßer Duft und sein grelles, buntes Hemdchen verleihen ihm Dominanz. Ich hab wirklich keine Ahnung, was diese Leute gemacht haben. Im nächsten Jahr sollten wir die Frau für unsere Kreuzungsbefruchtungsinitiative nehmen. Wenn man von DNS-Vergoldung spricht. Ich hab schon intelligentere Typen in der Suffhölle getroffen. Die labern eine ziemliche Scheiße. Die könnten auch Let's Player werden, wenn ich ehrlich bin. Diese Menschen waren ganz okay. Dieser Typ hat dauernd gesagt, geh da nicht hin. So einfach. Einer von denen hatte eine mehr als gruselige Stirn. Ich hab schon bessere Special Effects aus meinem Dunstloch gepupst. Okay, das ist widerlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, doch, das war widerlich. Diese Menschen haben dafür gesorgt, dass ich fett wirke.
Ach, hör doch auf. Du bist so dünn wie an dem Tag, als ich... Und diese Zweifüßler? Die gehören zur Sklavenunterklasse. Die sind Tag und Nacht an Strahlungsverteiler angekettet. Der Tod ist wahrhaft ihre einzige Erlösung. Der war sehr unterhaltsam. Die Erdlinge haben nie gemerkt, dass wir die hier durch Klone ersetzt haben. Vor Äonen von Jahren. Durch die... Das müssen die Tonspezialisten sein. Merkwürdig, dass die alle so alt sind. Okay. Hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf, dass das so komisch war, aber... Ja, gönnen wir Simpsons mal den Abspann. Eigentlich redet man ja auch nicht über einen bestimmten Abspann rüber. Das ist ja eher so ein Let's-Player-Ding und zu der Zeit, wo dieses Spiel rausgekommen ist, gab's das ja auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob nochmal ein Simpsons-Spiel kommen wird. Ich kann euch schon mal sagen, dass ich bis jetzt nicht so begeistert war davon. Also ich kenne auch noch das Gameboy-Spiel und Simpsons Wrestling, aber das sind bestimmt oder auf keinen Fall Spiele, die ich damit anpacken möchte, weil... Nee, die sind auch vom Gameplay wieder nicht wirklich gut. Und Simpsons Wrestling ist die vollkommene Katastrophe. Das würde ich sogar als eines der schlechtesten PlayStation-Spiele aller Zeiten abliefern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt aber jetzt gerne schon mal schreiben, wie ihr das Projekt an sich fandet. Wir sind da relativ fix oder durchgekommen, schneller als erwartet. Und ja, das war wohl der Abspann. So, 100%, sehr schön. Das nehmen wir an. Wir speichern das Spiel auch mal und ich muss jetzt selber erstmal ausprobieren, wie wir jetzt hier weiterkommen oder nicht weiterkommen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, ob ich die Karten eintauschen kann und danach gehen wir sowieso nochmal ins Hauptmenü. Wird geladen, wird geladen. Oh. Das tut aber, glaube ich, weh, oder? Itchy? Scratchy? Was macht ihr da? Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist doch Gewalt. So, ich gehe jetzt einmal noch mal ins Spiel rein, weil ich jetzt mal irgendwas testen will. Ich glaube, es gab da irgendwie eine Missionsauswahl, wenn ich mich recht entsinne. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Komm, 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 lad mal schneller hier. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich will meinen Kartensatz tauschen. So. Oh, da hatte ich ja ein schönes Kostüm. Levelfortschritt Mission 2. Jetzt möchte ich einmal zu Rennkönigin der Streber. Schnitzeljagd. Ne, wir gehen zur Rennkönigin der Streber. Da war das, meine ich, mit den Kugeln, dass wir die eintauschen konnten gegen... ach, da konnten wir auf jeden Fall gegen das Kartenset eintauschen. Und das würde ich jetzt gerne einmal machen. Ich glaube, das war eine Itchy und Quetschy Folge, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So. Komm, 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 mach hin. So, da sind wir doch schon glatt beim Comicbuchverkäufer. Sehr schön. Probieren wir es mal. Wird geladen, wird geladen. So, hier. Nee, hier. Ein kompletter Satz? Ich glaube, ich habe gerade meine Hose formatiert. So, sprich mit den Quietschstimmen Teenager im Aztekentheater. Das ist wo? Wo ist denn das Aztekentheater nochmal gewesen? Ich glaube da unten. Ich schneide mal eben. Oder? Ne, wir gucken jetzt einmal. Ne, ich schneide mal eben. Ich guck mal eben nach. So, da sind wir im Aztekentheater. Mal gucken. Ah!
Ja, okay. Das war's. Mehr habe ich davon nicht. Oder kann ich mir noch irgendwie einen angucken? Mal gucken, vielleicht kommt eine andere Folge. Mein Gott, wegen der Folge... Naja, okay. Die war ja mal so, geht so. Okay, jetzt beenden wir mal das Spiel. Wir gehen noch einmal ein bisschen das Menü abchecken. Und danach würde ich sagen, beenden wir das Projekt auch. Aber das machen wir jetzt noch einmal kurz schön mit. Dann haben wir es weg. So sieht es nämlich aus, Leute. So sieht's aus. So, dann kann ich mich endlich mal wieder an meine schöne PS4 schmeißen. Yay! So. Es wird geladen. Neues Spiel. Nein, Sammelalbum. So. Erstmal Spielstatistik. Wie man sieht, 100%. Alle Filme, alle Gags, alle Wespenkameras, etc. Da könnt ihr das nochmal alles gucken, was man alles insgesamt sammeln muss. Relativ uninteressant. So, Mission. Level 1, aha. Achso, da kann man jetzt sehen, dass man die abgeschlossen hat. Das ist ja relativ... Naja, okay, dann sieht man das eben. Oder kann ich da jetzt auch wieder reingehen? Ich weiß es nicht. Dann können wir uns hier die Kleidung angucken. So, Homer in Unterhose, ne? Mumu, also wo er sich fett gefressen hat und wo er der Auserwählte war. Dann haben wir hier die Karten. So, was haben wir denn hier? So, Episode 8, Folge Homer muss sein Lieblingsprojekt aufgeben, damit er an seinen Wunderschläger arbeiten kann. Okay. Folge, Staffel 4, Folge 22. Als Homer die Wahl zwischen Krabbensaft und einem gewissen süßen Softdrink hat, nimmt er den Krabbensaft gleich dosenweise. Leider ist keine Toilette in der Nähe. Okay, kann ich mich nicht dran erinnern. Diese gnadenlose Pfefferschote, die im südamerikanischen Urwald von Insassen seines Irrenhauses, gezüchtet werden, verursachen bei Homer Halluzinationen und führen ihn auf die Suche nach seinem Seelenfreund. Ich glaube, das war, wo die diesen Chili-Wettbewerb gemacht haben. So, der vermisste Halbbruder. Homer bekommt von seinem lang verschollenen Bruder Herb den Sessel seiner Träume geschenkt. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die anderen haben auch noch was geschenkt bekommen, weil er ihm irgendwie Geld geliehen hat beim Projekt. Dieses alte Schriftstück wird vom Geheimorden der Steinmetzen als heilig verehrt. Homer verwendet es als Latz und Taschentuch und zum Reinigen seiner Ohren. Das war die Folge, wo die, wo er der Auserwählte war. So, Homers größte Rivale bei der Arbeit. Erst wird die unbelebte Stahlstange statt Homer zum Mitarbeiter des Monats und den dann auch noch dafür geehrt, die Crew des Space Shuttles beim Wiedereintritt in die Atmosphäre gerettet zu haben. Ah ja, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Mystic Linz, das Maskottchen aus einer japanischen Reinigungsprodukt, das just so aussieht wie Homer Simpson. Das setzte sich aus einem Fisch und aus irgendwas anderes zusammen. Ich glaube aus einer Glühbirne, okay. So, dann haben wir hier noch die 6 Fahrzeuge. Ja, Familienkutsche, die kennen wir ja schon alle. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. So. Gucken wir uns nochmal die Kleidung von Bart an. Jo. Na, das weiß ich nicht mehr, woher der das hatte. Ja, beim Footballspielen und Ninja Bart. So. Na, gucken wir uns jetzt mal die Karten an. Weil er einige ältere Jungs beeindrucken will, sagt, sägt Bart den Kopf der Statue des Startgründers ab. Genau, das weiß ich noch. Was zu Beginn nichts weiter als ein langweiliges Geschenk von Homer schien, wird schließlich zum großen Renner, als Bart damit der ganzen Stadt weiß macht, ein Kind sei in einen Brunnen gefallen. Stimmt, an die Folge kann ich mich auch noch erinnern. Ah, jetzt kommt das alles hoch. Bart wollte dieses Spiel unbedingt haben und wäre dafür fast in den Knast gewandert. Ja, da wollte der fast klauen für Barnstorm. So. Dieser einfache Wetterballon, auch bekannt unter dem Namen Bozilla, wurde von Bart so verändert, dass er Rector Skinner ähnelte. Okay. Das kann ich mich auch noch erinnern. Barts Lieblingsspielzeug aus der Kindheit. Ohne Kopf dient Lisa beim Eishockey als Glücksbringer. Gefälschter Ausweis. Natürlich eine Fälschung. Bart ist ja noch viel zu jung, um zu fahren. Genau. Also Führerschein. Eine der zahllosen Produkte aus Quasi Merchandise-Reihe. Kann zu Missbildung führen. Oh mein Gott. So, Lisas Kostüme. Einmal Lisa Cool, weiß ich noch. Das Halloween-Kostüm war das Schulkostüm und Hockey-Lisa. Fahrzeuge gucken wir auch nochmal eben drüber. Boah, nichts Interessantes bei. So, die Karten. Die Karten interessieren mich dann doch schon ein bisschen mehr. So, komm her. So, was haben wir denn? Ach, die Engelsfigur.
Dieses angebliche Fossil, Engelskelett, war nur ein Werbegag des neuen Einkaufszentrums von Springfield. Stimmt, da flog der da so hoch und alle haben gedacht, das wäre ein richtiger Engel und dann haben sie gesehen, dass das vom Laden war. Bart Simpsons Seele, genau. Das habe ich euch, glaube ich, im Part erzählt, wo er an Milhouse die Seele verkauft hat für 5 Dollar und Lisa sie zurückgekriegt hat. So, Lisas Antwort auf die sexistische, geistlose, plappernde Malibu-Stacy-Puppe. Mögliche Namensalternative laut Bart Plappermaul. Die nervige Puppe für Nervensäge Wendy Windelbeutel und die hässliche Doris. Das hat hier die, glaube ich, mit der Produzentin von Stacy gemacht. Obwohl diese Valentinskarte eigentlich für jemand ganz anderes gedacht war, hat Lisa sie aus purem Mitleid Ralph gegeben, was sie bitter bereuen sollte. Stimmt, dann haben die sich gedatet und Lisa war das peinlich, dass sie sich mit Ralph gedatet hatte. So. Als die Lehrer streikten, entwickelte Lisa zwanghaftes Verhalten und findet einen Weg für sich alleine zu lernen. Ja, das war eine G zur Folge. Die Zahnspange, weil die Krankenversicherung der Simpsons sich ausreicht, bekommt Lisa eine billige Zahnspange aus nicht rostfreien Stahl, den sie nicht nass machen darf. Okay. Der Ausblick auf Lisas Jahre am College aus der Sicht einer Wahrsagerin. Die Folge habe ich noch im Kopf, aber mit den Soy Pop habe ich nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. So, gehen wir mal weiter. Gucken wir uns nochmal March-Kostüme an. Ja. Die Fahrzeuge haben wir auch noch im Kopf. Die haben wir ja auch alle gesammelt. Ja, auch nichts Besonderes. Gucken wir mal die Karten an. So, was haben wir denn hier? Mr. Plow? Homer hat zwar sein Mr. Schneeflug-Geschäft nicht mehr, aber die Jacke macht March immer noch tierisch an. Ach so, ach, Mr. Plow. Ah. March beweist ihr künstlerisches Können, indem sie die innere Schönheit eines nackten und hässlichen Mr. Burns darstellt. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Was haben wir hier? Der einzige Liebesbrief von Homer an March, geschrieben 1978 auf der Rückseite einer Postkarte aus der Duff-Brauerei in Capital City. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Okay. Homers Kugel, ne? Homer schenkt March zum Geburtstag eine schöne grüne Bowlingkugel, auf der dummerweise Homer eingraviert ist. Das weiß ich noch. Das rote Jackett, das für die Prinzipien und Ideale des Maklergeschäfts steht, das weiß ich nicht mehr. Okay. Hey, du hast doch versprochen, dass ich sexy aussehe. Ach so. So, Homer gewinnt beim örtlichen Radio einen zweiten Preis in einem Wettbewerb. Ein Gratis-Session für erotische Fotos. Ja, da sind die noch in den Keller gegangen. Da hat die erst gedacht, dass er sie betrügt. Oder sie, dass sie... Ihr wisst schon, wie ich das meine. Von March kurzen Gastspiel als Polizist. Denn Homer mag gern etwas Pfefferspray aus seiner Frühstückseier. Ah ja, okay. So, gucken wir uns Apus-Kostüme nochmal an. Jo. Und gucken wir uns nochmal die Autos an. Ja, auch nicht wirklich so geile Sachen bei. So, die Karten. Bin ich mal gespannt. So, neue Vegetarierin Lisa muss lachen, als ihr Apo ein Shirt mit der Aufschrift "Sei kein Rindvieh" zeigt. Ah ja. Das Trikot von Homers Bowlingsmannschaft. Homer, Mo, Apo und leider Mr. Burns. Stimmt, da haben die für die Bowlingmannschaft gespielt und da musste irgendeiner raus, weil Mr. Burns dabei sein wollte. Das Protestschild eines dummen Demonstranten, der gegen eben illegale Einwanderer prostituierte, genau. Wie Apu. Achso, Apu hat 8 Kinder und muss wie Nutzvieh auf dem Boden liegen, um sie zu füttern. Jo, das kennt man auch noch. So. Getragen von Homer bei einem letzten vergeblichen Versuch, die arrangierte Hochzeit zwischen Apu und Manula zu verhindern. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Apu findet eine neue Sorte Squishy, die Bart ein einziges Mal probiert und prompt in den Müll wirft. So kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ein schmutziges Würstchen, das Apu vorübergehend seinen Job beim Quickie-Markt kostete. Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. So, gucken wir uns mal die nächsten Kostüme von Bart an. Ja, Hugo, der Bruder, ne? Ein Kadett und Bartman. Und die Fahrzeuge waren, glaube ich, auch nicht so spektakulär. Ne, nicht so. So, gucken wir uns die Karten an. Die finde ich eigentlich noch am interessantesten. So, Bart Milhouse und Martin haben sich diesen Comic für 100 Dollar gekauft. Der unvermeidliche Kampf darum, wen der Comic gehört, endete mit einer Zerstörung des wertvollen Heftes. Jo, da haben die so eine richtige Psycho-Nummer im Baumhaus abgezogen. Das war eigentlich auch ganz cool. So, das beliebteste Nummernschild, das man in Souvenirladen von Itchy und Scratchyland kaufen kann. Bart hingegen gibt es nicht. Stimmt. Bart, Bert und sonstiges, da hat er nur seinen Namen nicht gefunden, das weiß ich noch.
Ein Überbleibsel aus der Zeit, als Bart als ich hab nichts gemacht, junger, berühmt und beliebt war. Stimmt! Das ist in irgendeiner Show gewesen, ich glaube bei Krusty, und dann hat er was umgeschmissen und dann hat er so gesagt, ich hab nichts gemacht und alle haben gelacht und damit wird er dann bekannt. Bart führt ein R-Gespräch mit Australien, das zu einem internationalen Zwischenfall führt und für dass er sich in aller Öffentlichkeit in Australien entschuldigen muss. Die Australier wollen ihn mit dem Stiefel bestrafen. Das lag wohl daran, er hat, glaube ich, angerufen gehabt, weil die Toilettenrichtung sich da anders gedreht hatte, angeblich als in Springfield. Und deswegen hatte der da angerufen und die haben das getestet. Aber der Typ hatte wohl noch 50 Kilometer entfernt die nächste Toilette. Mein Gott. Ein Teil von Scratchys Arm auf ein Stück Trickfilm. Bart hat $300 dafür gezahlt und das Geld dann Mr. Burns aus der Tasche gezogen. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Eine überaus talentierte Puppe läuft quasi den Rang ab und bekommt seinen Job und seine Fans. Ja, die Puppe hat man öfter gesehen, aber ich kann mich jetzt keinen, den Zusammenhang nicht mehr ganz erinnern. Lisas gestohlener Hamster aus dem Projekt ist mein Bruder dümmer als mein Hamster, wo die das Video gemacht hat, genau. So, okay, dann gehen wir noch zur letzten. Da gucken wir uns nochmal Homers Kleidung an. Das ist einfach so geil. Obwohl, das fand ich auch geil, weil er dann einfach sexy gemacht hat in den Kostümen. Und ja, die Folge war eher traurig. So, da haben wir, glaube ich, auch alle Autos, ne? Ja, wunderbar. Und dann gucken wir uns hier auch nochmal die Karten an. So, ein Donut. Als Homer auf der Arbeit die Donuts ausgehen, verkauft er den Teufel Flanders seine Seele für einen leckeren Donut. Stimmt, das gab's auch. Diese sprechende Puppe wollte Homer umbringen, bis ein Mechaniker hinzugerufen wurde und den Schalter von Böse auf Brut stellte. Boah, das war auch krank. Ich glaube, die hat auch mal mit Maggie gekämpft. Das Kochbuch von Kodos, mit dem er gebratene Shrimps für Lisa, Hamburger für Bart, Schweinekoteletts für Homer und Radieschenrosetten für Marge machte. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Homer machte aus dem Toaster versehentlich eine Zeitmaschine, mit der er irreparable Schaden am Raum Kontinuum, schweres Wort, anrichtete. Das war auch eine geile Folge, da gab es eine Parallelwelt, wo Donuts geregnet hat. Nach Snakes Hinrichtung wurden seine Organe gespendet. Homer bekommt Snakes Haare und auf den Kopf transplantiert. Genau, das war auch eine geile Folge. Da wurde er nämlich so ein bisschen aggressiv bei. Sorry Leute, ist schon spät. So, ein verfluchter Affenpfote, die Homer von ehemaligen Präsidenten Algeriens verkauft wurde. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Laut Schulkalender starb Willi zur 13. Stunde am 13. Tag des 13. Monats während eines Elternabends in der Grundschule Springfield. Stimmt, da hat er noch versucht, alle Kinder umzubringen. Das war auch eine sehr gute Halloween-Folge. So, da haben wir uns hier alles angeguckt. Jetzt gucke ich mir noch einmal die Bonus-Spiele an, aber erwartet nicht zu viel. Die sind nicht ganz so geil. So, das sind eigentlich nur immer so Strecken und Runden wählen und dann kann man halt hier so ein Rennen machen. Machen wir mal das. Wir nehmen jetzt von mir aus Homer. Und wir nehmen, was nehmen wir jetzt? Irgendwie nehmen wir mal die Karre. Und ja, Annahme. Okay, jetzt müssen wir nochmal ein paar Sekunden warten. Ist halt so ein Gegeneinander-Game gedacht. Ist aber einfach nicht cool. Ich wollte es euch jetzt einfach nur nochmal zeigen. Und danach werden wir das Projekt auch beenden. So. Wird geladen. So. Wie ihr seht, nicht ganz so cool. Hätte man sich sparen können. Steuerung ist miserabel, wie ihr seht. Und Spaß macht das wirklich auch nicht. Ich bin jetzt ganz hinten. Ich werde jetzt mal eben die zwei Runden hier zu Ende machen von mir aus, aber ich habe das mal mit einem Kollegen gespielt und habe mir so gedacht, nee, muss man nicht spielen, muss man wirklich nicht spielen. Kommen wir noch nicht mal auf den ersten Platz hier. Spiegelt einfach nur das schlechte Gameplay wieder, muss man einfach mal so sagen. Oh, ich glaube, ich kann auch explodieren, das weiß ich jetzt aber nicht, das werden wir gleich merken. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Haben wir noch? Warum ich? Explodiert. Okay, 2-1. Ich glaube, eine Runde müssen wir noch.
total dumme Bonusspiele und lohnt sich einfach nicht freizuschalten. Also ich glaube, er ist jetzt schon erst, hat schon gewonnen und wir werden auch Vierter, aber naja. So viel dazu. So, können wir auch weitergehen? Nee, auf keinen Fall. Gut, damit beenden wir das Projekt. Ich habe euch meine Meinung zu dem Spiel gesagt und bin ehrlich gesagt auch ziemlich froh, dass das jetzt vorbei ist. Könnt ihr natürlich gerne anders sehen. Ich bin auf jeden Fall kein Fan von der ganzen Geschichte. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal reinschmeißen, um ein bisschen rumzudaddeln. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß an dem Projekt hattet. Und damit, ciao Leute und bis zum nächsten Mal beim nächsten Projekt.